So, ganz kurz. Heute geht's rauf auf den Brocken. Es ist Freitag. Es ist gutes Wetter. Und ich muss gleich erstmal vom Riegel abbeißen. Es ist nämlich schon, glaube ich, mittlerweile nach 18 Uhr. Jetzt geht's hier noch über den Straßenteil und dann schnell auf den Trail. Und ja, also Ziel heute hoch zum Brocken, wieder runter. Schöne Tour zum Wochenendstart. Und hoch geht's. Nach 6 und ehrlich gesagt habe ich jetzt doch ziemlich Hunger und ich habe natürlich auch was eingepackt. Ein Riegel, den werde ich mir jetzt kurz reinschieben, damit ich hier mit noch mehr Energie hochkomme. Und dann sehen wir uns zurück. Jetzt sind wir endlich mitten auf den schönen Wegen angekommen und haben die Straße eigentlich hinter uns gelassen. Ich hoffe, dass ich so um 7 oben bin, damit ich dann nicht im Dunkeln runter muss, mehr oder weniger. Das ist der Plan. Schauen wir mal. Und zu Hause wartet auf mich auf jeden Fall eine große Pizza, ob ich mich sehr freue. Und dann war das hoffentlich der perfekte Freitagabend. Jetzt geht so langsam ein bisschen die Sonne unter und es ist richtig geiles Licht. Ist auch niemand unterwegs sonst. Und ja, jetzt ist es gar nicht mehr weit hoch, aber es ist gut anstrengend heute, weil es irgendwie echt noch warm ist. So, ich habe mir schnell was übergezogen, weil es war so kalt und jetzt bin ich auf dem Rückweg. Es ist richtig geiler Sonnenuntergang. Und ja, ich würde sagen, Brockencheck. So, wir haben jetzt fast 9 Kilometer und 600 Höhenmeter. Und ja, wir sind jetzt gleich schon ganz schön ein Stück abgestiegen. Und ja, ich versuche mich ein bisschen zu beeilen, weil ich erstens Hunger habe, zweitens Durst habe und drittens eigentlich früher zu Hause sein wollte für Lord of the Rings, die Serie. Heute ist erste Folge, aber man kann nicht alles haben. Jetzt hatte ich halt einen geilen Sonnenuntergang und ja, Kilometer 10. Night.
So, die Sonne ist jetzt fast untergegangen. Ich wollte mich schnell verabschieden von euch für dieses Video, weil ich jetzt auch gleich wieder auf der Straße laufe und das jetzt nicht so special ist und dann auch bald mit dem Auto bin. Und genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video und bis dann. Gute Läufe! Every day.